Da schreibt sie, dass du ein Hurensohn bist. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tinder Fails. Einen wunderschönen guten Pier. Jo. Bevor es losgeht heute, wichtige Frage an euch. Ja. Nach der letzten Folge mit den Pick-Dicks gab es natürlich auch wieder die Forderung Pick-Dicks-Merchandise. Ja, natürlich. Ja. Ist ja klar. Und die Idee finden wir natürlich geil, aber wir wollten euch vorher fragen, was hättet ihr gerne, wenn wir nochmal Shirts oder Hoodies oder so machen, welche von den Insidern, also Komaun und Bielefickerei gab es ja schon, ja, welche von den anderen hättet ihr gerne als Merch? Schreibt es in die Kommentare und Management vielleicht. Management, uff. Disneyland. Pick-Dicks. Schreibt es einfach rein. Schreibt eure Lieblings-Tinderfeld-Insider in die Kommentare. Genau. Und die mit den meisten Daumen hoch könnt ihr hochvoten oder so. Und dann. Genau. Und dann machen wir in der nächsten Folge eine Abstimmung. Genau. Und die beiden erfolgreichsten, daraus machen wir irgendwas Geiles, ein geiles Design. Die neue Tinder-Collection. Die neue Tinderfeld-Collection. Und jetzt legen wir los. Willst du anfangen? Oder? Ich kann anfangen mit einem schlechten Anmachspruch. Okay. Ja. Also der Typ fängt an und schreibt: Hey, welchen Dinosaurier magst du am meisten? Sie, den Camarasaurus. Und frag dann deiner. Und er sagt, also ich mag den Lass uns vögeln, Russ. Weißt du, was aber das Schlimmste ist? Es geht noch ein bisschen weiter. Sie schreibt, der ist sexy. Er schreibt, so wie du, lass ficken. Und sie schreibt, ja, okay, komm. Das heißt, es hat sogar geklappt. Ehrlich? Also eigentlich ist es... Dann müsste der Fail eigentlich an das Mädel gehen. Eigentlich schon, die darauf angesprungen ist. Das stimmt. Ich wollte den... Ich fand den Spruch aber so schlecht, dass ich den nicht als Win einstufen wollte. Das ist auf keinen Fall ein Win. Bitte mach das nicht nach, das ist definitiv nicht win-würdig. Nee, also erster Kandidat der Dinosaurier. Genau. Dann habe ich einen, der ist auch richtig schlecht. Der ist auch gar nicht irgendwie durchdacht oder so. Er schreibt, wo genau kommst du her, wegen der Punkteverteilung. Dachte ich schon so, was kommt denn jetzt? Dann schreibt sie, welche Punkteverteilung? Nähe Köln. Dann schreibt er, du hast gerade deinem Bundesland volle Punktzahl gebracht. Oh Gott. Macht er so einen auf so Eurovision oder was? Heute ist ein ganz Das ist ja richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Und der ist auch noch schlechter. Das ist kein Anmachspruch, sondern eher so ein Icebreaker. Aber da musste ich auch fast kotzen. Und zwar schreibt er, ich würde dir gerne einen Kuchen backen, habe aber leider... Und dann macht er so ein Kamel-Emoji. Oh, wie schlecht. Habe aber leider Kamel. Und der ist so schlecht, dass sie schreibt, was? Sie checkt es nicht. Und dann schreibt er erstmal Kamel, also wie man Kamel richtig schreibt, mit so einem lachenden Emoji. Und sie versteht es dann immer noch nicht. Ja, schon klar, aber was hat das damit zu tun? Dann schreibt er Kamel, aka kein Mehl und dann noch haha. Also ich musste den so ausführlich erklären muss, er muss drei Stufen. Dann weißt du, dass der Spruch einfach schlecht ist. Aber vor allem, du musst den Witz schon dreimal erklären und schreibst dann noch haha. Wahrscheinlich fand das dann immer noch selber lustig. Also, Dinosaurier, Bundesland oder und Kamel? Kamel. Ich weiß, heute weiß ich es wirklich nicht. Das ist alles so schlimm. Alles unfassbar schlecht. Also mein erster Fail für heute stammt aus der Kategorie That Escalated Quickly, also so unnötige, schnelle Ausraster. Okay, super. Und der Typ schreibt, hey, die, hi. Und dann schreibt er, ich finde dich eigentlich schon länger voll süß und überlege mit Yvonne Schluss zu machen. Mal treffen, also so super Typ, ne? Schreibt die an, will mit seiner Freundin Schluss machen scheinbar, weil er sie so süß findet. Daraufhin kommt keine Antwort und dann schreibt ihr am Tag danach direkt, das ist auch so eine absurde Wendung, Alter, in meinen Augen bist du einfach ein ziemlich falscher Mensch, ganz ehrlich, geh dich vergraben, du bist es nicht wert, du Opferkind, jetzt, du willst meine Beziehung zerstören. Sag mal, wie behindert bist du? Nur weil du keinen Freund hast, du armseliges Kind? Ganz ehrlich, mit so einem wie dir würde ich nichts anfangen, also hau rein, du blöde Fotze. Was? Das ist ja der geilste überhaupt. Sie hat nur Hi geschrieben, er sagt, du willst meine Beziehung. Von er schreibt doch, er will mit seiner Freundin Schluss machen. Ja. Und sagt dann, du willst meine Beziehung kaputt machen, obwohl sie nicht mal drauf eingegangen ist. Kein bisschen. Vielleicht nur Hi geschrieben. Vielleicht hat seine Freundin das irgendwie mitbekommen. Das habe ich auch gedacht. Und er wollte ja dann von der Nachricht einen Screenshot schicken und sagen, ja, guck mal, was ich da geschrieben habe. Spinnt die eigentlich? Das ist doch bescheuert. Also die will unsere Beziehung kaputt. Diese Schlampe. Das glaube ich auch. Das kann richtig gut sein. Was ein Idiot. Das wird sein, ey. Geil. Ich habe jetzt, glaube ich, die anspruchsvollste Frau, die es auf der ganzen Welt gibt. Okay, ich bin gespannt. Ich zeig dir schon mal, wie lang der Screenshot ist. Also das ist ihr Profil. Oh nein. Das ist kein Text, das ist ihre Profilbeschreibung. Ich lese die auch nur bis hierhin vor, weil bis hierhin gehen ihre Ansprüche. Das ist wirklich krass. Sie schreibt in ihr Profil, an was sie interessiert ist und an was nicht. Vor allem an was nicht. Und das Geile ist, sie nennt sich Mrs. Wright. Oh, also sie ist schon mal die Richtige. Boah. Also, geht los, über mich. Nur an Ernstem interessiert. Ich stehe auf waschechte Europäer-Deutsche. Bitte nur von 24 bis 35 Jahre. Am liebsten kommst du aus Hamburg oder Norderstedt. Berlin geht auch noch. Okay.
Also es ist nur eine Altersspanne von 11 Jahren und 3 Städte kommen in Frage. Wir sind schon mal viele draußen. Nichtraucher bevorzugt, da ich selbst nicht Raucherin bin. Ich trinke nicht und nehme auch sonst keine Drogen. Das wünsche ich mir auch von einem Mann. Mhm. Keine Fakes und auch keine, die sich jünger machen, als sie sind. Man sieht das auf dem Foto. Keine verheirateten Männer, keine geschiedenen Männer, keine vergebenen Männer, keine Arbeitslosen, keine Faulen, bitte kinderlos, keine Sugar Daddies, keine Freundschaft Plus, keine One-Night-Stands, keine Affäre, keine Dreier, keine Pärchen oder sonstiges. Bitte, bitte keine Pornosüchtigen, Drogen, Alkohol, Zigaretten, Joint, Shisha, Party und Sexsüchtigen. Bitte keine Soldaten, keine Security, keine Atheisten, keine Satanisten, keine Moslems, keine Buddhisten, keine Hindus oder sonstiges. Keine Namenschristen, die mit vollem Bewusstsein sündigen und die Gnade ausnutzen. Keine Charismatiker, keine Pfingstler, keine Lesben, keine Bisexuellen, keine Transsexuellen. Was? Keine Fetische, kein SM und keine Gamer. Boah. Bitte keine Tattoos, keine Piercings und keine Tunnel. Das verunstaltet nur den schönen, natürlichen Körper. Das ist vielleicht etwas knallhart, aber ich möchte ehrlich sein. Und jetzt kommt das Geilste. Der Typ schreibt dann, wieso schreibst du nicht gleich in dein Profil, bitte nicht anschreiben. Du schließt 100% aller Männer aus. Und dann sagt sie, das stimmt doch gar nicht. Ich schließe nur 50% aus. Boah, nie im Leben. Das, vor allem, das würde allein bedeuten, dass 50% aller Deutschen in Hamburg, Norderstedt oder Berlin wohnen. Und zwischen 24 und 35 sind. Du bist doch bescheuert! Alter, das ist krass. Das fand ich am Anfang dachte ich noch so, okay, es sind ja ein paar... Ja, ein paar Sachen, solide klar. Dinge, die verheiratet man ausschließen kann, so verheiratet oder Satanist, oder muss auch nicht sein. Also, du darfst eigentlich gar nichts machen. Aber du darfst ja wirklich gar nichts am Ende. Nicht feiern, keine Piercings, keine Tattoos, nicht rauchen, nicht mal Shisha rauchen. Boah. Nicht Gaming. Knallhart. Also alles. Knallhart. Alles raus. Das ist krass. Ich habe auch einen und das ist für mich auch gleichzeitig der Korb der Woche. Oh, also relativ kurz, aber ich musste richtig lachen. Okay. Und zwar, also der Typ schreibt, deine Augen sehen so mystisch aus, als könntest du in die Seele der Menschen gucken, ne? Also voll deep. Okay. Und dann schreibt sie, kann ich auch. Und dann schreibt sie, und was siehst du in meinen? Und dann schreibt sie, dass du ein Hurensohn bist. Hey, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich schon so abgestumpft, aber ich liebe es, wenn Gespräche so enden. Weil du ein Hurensohn bist. Ich weiß auch nicht, ich finde das so lustig. Ah, geil. Ich habe jetzt zwei Typen. Okay. Die Nachrichten sind zu lang für Anmachsprüche. Ja. Aber es sind trotzdem einfach so die schmierigsten oder mit die schmierigsten Nachrichten, die ich seit langem gelesen habe, wo ich wirklich kotzen musste. Geil. Ne? Und der Typ, der toppt wirklich alles, den ich als erstes habe, ist ein kurzer. Ich habe ja immer einen kurzen dabei, auf jeden Fall. Und zwar schreibt er, wie kommt's eigentlich, dass du momentan einen Single-Bunny bist, Süße? Und dann so in Sternchen grübel. Oh, boah. Lass mir raten. Bist komplett, in Anführungszeichen, beziehungsgeschädigt und stehst auf dem Standpunkt, dass alle Kerle Arschlöcher sind und jagst sie zum Teufel, oder? Zwinker-Smiley, Sternchen, frech grinst, Sternchen. Oh Gott. Alter. War ja nicht böse gemeint, große. Und dann kannst du dir bei WhatsApp schreiben. Boah, das ist richtig. Ich glaube, das ist die widerwärtigste Nachricht. Wirklich. Und dieses frech grinst. Das finde ich ekelhafter als diese ganzen. Ja, das ist doch so 2001er SEQ-Sprache auch, ne? Ja, frech grinst. So mit 11. Grummel, Grübel. Oh, fettes, boah, das ist richtig unangenehm. Fettes Grinsen. Das ist wirklich richtig schlimm. Unangenehm. Und ich schieße noch einen hinterher, den ich auch richtig schlimm fand. Und er schreibt: Hallo Lara, schöner Name. Und wenn man ihn rückwärts liest, heißt es wie die Tankstelle. Naja, ja, Aral. Ja, ja, klar, aber also, warum schreibt er? Und dann? Naja, besser als wenn man Lana rückwärts liest. Oh Gott. Hattest du auch so eine stressige Woche? Ich bin wirklich froh, dass Wochenende ist. Du wirst sicher bombardiert mit Nachrichten. Ich glaube, alle Frauen werden hier bombardiert mit Nachrichten. Bei dir wird es sicher noch schlimmer sein, da du, zumindest auf den Bildern, zu den hübscheren Frauen hier zählst. Mann. Aber das weißt du sicher. Eins macht das Bild nur etwas kaputt. Duckface ist echt ein Nichts. Aber vielleicht gefällt das den anderen Jungs ja. Alter. Mich würde mal interessieren, wie viele Nachrichten du diesbezüglich bekommst. Sicher sind einige dabei, die Duckface toll finden. Oder es nur schreiben, weil sie dich vögeln wollen. Mann, wie ey, auch immer. Dieser Monolog. Gruß, Julian. Alter. Ah! Erstmal gleich den Mund auswaschen. Wirklich unerträglich. Ekelhaft. Wieso schreibt man sowas? Wieso schreibt man sowas? Ja, das war weg. Ja. Ja, das war eine sehr geile Folge. Aber wieder alles dabei. Das war eine sehr, sehr geile Folge, schön, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr als nächstes schauen wollt und noch nicht unsere Serie Bullsprit gesehen habt, oh ja, die schaut auf jeden Fall rein. Genau. Viele haben uns auch geschrieben, was mit dem Titelsong von Haftbefehl. Den finden viele geil. Ja. Können wir euch verraten, da kommt bald sozusagen das Musikvideo hier auf unserem Channel. Dann habt ihr den Song quasi auch als einzelnes Video. Genau. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja.
Und in der Serie gibt es ja auch noch ein anderes krasses Musikvideo. Das stimmt. Ja, von das ist auch heftig. Janis, aka Chris. Das ist auch krass. In diesem Video promotet er unsere Tankstelle. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Für die, die es noch nicht gesehen haben, schaut mal kurz rein. Krasser Star, wir haben wirklich alles da. Cola, Chips, Frikadelle, brauchst du Tampons auf die Schnelle. Der Tankwart mit dem dicken Schlauch, komm vorbei, er gibt dir was du brauchst. Vielleicht suchst du was ab 18, ja das kriegst du bei uns auch. Scheißegal, ob du heute steigst oder noch in den Club reingehst. Nimm ein paar Flaschen Wodka mit, bevor du nachher noch im Stau stehst. Sauf dich weg, bis du nicht mehr aufstehst, doch pass auf, dass du nicht noch drauf gehst. Wie gesagt, die beste Tanke der Welt, komm vorbei. Denn wir brauchen Geld. Ja, netter Vorgeschmack, würde ich sagen, auf die Serie und auch aufs Haftbefehl-Video. Genau. Freut euch drauf und hier ist jetzt mal die erste Folge verlinkt von Bullsprit. Könnt ihr euch jetzt direkt reinziehen, es lohnt sich. Yes. Ja, wir drei sind am Start und unsere Charaktere übernehmen eine Tankstelle. Genau. Mehr verraten wir nicht. Sehr crazy auf jeden Fall. Sehr crazy, macht Spaß. Ja, gebt der Folge einen Daumen hoch, bald geht's weiter. Kommentiert fleißig wegen Merchandise. Merch. Auf jeden Fall. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.